Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde vom eSports Manager hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und nicht nur ich habe Startschwierigkeiten, habe eben gerade irgendwie 6 oder 7 Mal versucht, den Anfang hinzukriegen, sondern auch das Spiel hat irgendwie Startschwierigkeiten, denn ich könnte mich erinnern, dass wir in einem Turnier waren. Aber sind wir nicht. Na gut, egal. Wir sind das letzte Mal aufgestiegen. Wir sind in einer neuen Liga. Wir sind richtig gut. Und dürfen uns jetzt mit noch besseren messen. Hier haben wir auch einen Absteiger dabei. Die Shooter Guys sind wohl abgestiegen aus der oberen Runde. Also aus dem Profilager. Ja, gucken wir noch mal, was man da so machen kann. Erstmal checken wir kurz ab. Wir sind Level 5, haben also eigentlich gar keine Möglichkeit, großartig noch was Neues an Skills dazu zu bekommen. Wir sind voll ausgebildet und wir werden einfach einmal einen Sparring gegen die Autoritäten machen dort. Wo sind sie denn? Ach, du ahnst es nicht. Mit Sternchen dran, was heißt denn das? Kann man da noch irgendwas Besonderes mitmachen, wenn man das mit Sternchen dran hat? Anscheinend schon. Gut. Das werden wir dann sehen. Wir werden gleich mal gucken, was uns das jetzt so hier eingebracht hat. So, wir haben auf jeden Fall die Zeitmaschine, wir haben das. Das mit dem Engel haben wir überall aktiv. Wir probieren es einfach mal. Wir spielen mal das Trainingsspiel und wir starten hier wieder auf Desert oder wie auch immer die Karte hier genannt wird. Immer wie bekannt im 3-2-Modus. Der Gegner kommt im 2-1-2. Aber doch recht defensiv, weil der Wup-Wup-Wup geht erstmal hinten rum. Wup-Wup. ACTA geht unten, NetForce. ACTA unten geht unten zu Mr. T. Mr. T lässt das leider Gottes sterben. Da oben haben wir ordentlich mit den Granaten zu tun gehabt. Oha. Oh, 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 hau, 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 hau. Da müssen wir aber ganz doll mal kämpfen, dass wir da nicht in die Abstiegsrunde müssen. So, gut, den haben wir jetzt erstmal weg. Wir haben auf jeden Fall Punkte technisch. Hat er den zweimal Mr. T runtergelegt, bevor er das erste Mal da überhaupt down geht? Ach, der geht nicht mal down. Alter, was ist denn da los? Junge, 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 Junge. So, das Chaos geht erstmal in die Mitte hier. Mr. T kann jetzt, hat jetzt endlich diesen Typen da unten mal runtergekriegt. Es wurden Kommentare geschrieben, glaube ich, wegen Tod oder nicht Tod. Sind die denn jetzt einfach umgefallen? Wegen Tod oder nicht Tod. Also beziehungsweise gezählten Tod und nicht gezählten Tod. Und meine Vermutung, die ich da hatte, von wegen, dass der Tod. Alter, das gibt's ja nicht. Der überlebt ja dann 4 Sekunden damit. Liegt wahrscheinlich daran, dass die alle dann halt irgendwann von selber krepieren, wenn die dann. Okay, was hat er verzogen gehabt? Wenn die da dann halt eben irgendwann down geschossen werden und dann diese 2 Sekunden Strafe oder dann noch mal leben quasi am Schluss ist mit dem Engel, halt dem Todesengel, was ich erwähnt hatte. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das mit der Grund ist. Zack, und er kommt ja um die Ecke und kriegt ja schon volles Ballett, ne? Und der Party-Ben wird jetzt gleich mit dem Chaos genau das gleiche machen. Chaos weiß nicht mehr, was los ist. Kriegt aber Hits ab. Und aber ein bisschen ausweichen, geht jetzt zu NetForce und holt sich da eine Packung ab. Naja, gut. So, Master geht rum und, naja, zumindest hat er getötet. Und wie sieht es hier unten aus? Die Internet-Cops haben da unten jetzt das mit dem Punkt. So, wir sind erstmal mit in der Mitte mit Thompson auf dem Punkt und können ihn erstmal vielleicht eventuell resetten. Nein, können wir nicht. Wir sterben vorher. Internet-Cops kann da unten erstmal schön unser Medic nochmal einmal wegrotzen. Gut, der geht selber drauf. Mr. T frisst ordentlich Granate. Und ACTA kommt unten rum und ja, ich weiß nicht, was Chaos da immer macht, warum er da immer rumrennt, das ist totaler Blödsinn. Geht doch auf die Mitte, wo der weit Wunde steht. Naja, egal. Also, gut, das ist immer das Problem mit den Leuten, wenn ich, das ist... So, aber das könnte mich nochmal interessieren, warum das da mit Sternchen ist, weil bei uns ist das nämlich nicht mit Sternchen. Wir haben das ohne Sternchen. Und haben deswegen nur, doch Gesundheit ist 40. Und das war eben bei denen. Gesundheit plus 40. Aber warum ist dort ein Sternchen dran? Das ist doch merkwürdig. Teamplayers. Aktiv für alle, wenn mindestens 3 Kontrollpunkte besitzen, eine Chance eines Treffers. Achtung, wenn du 3 Punkte erhältst, dann wärst du auch noch schöner und genauer und so. Naja, dann ist natürlich auch kein schlechter Skill. Das stimmt. Gut. Wir können es nicht mehr wie probieren. Und gucken, dass wir da vielleicht eventuell jetzt nicht ganz abgeschlachtet werden.
Wir werden die gleiche Taktik anwenden. Wir haben keine andere Chance. Wir haben da erstmal momentan noch keine andere Möglichkeit. Und gegen so ein übermächtiges Team zu bestehen, wird schwer. So, jetzt sind wir hier oben zu dritt. Und teilen uns aber auf. Und durch die Aufteilung lassen wir uns zerlegen. Alles klar, alle drei tot. Medic macht da unten ein bisschen Quatsch. Kriegt's nicht hin. Kann auch keine Granate rauslegen. Hier unten der Punkt wird auch eingenommen. Alter, das hält's ja nicht aus. So, der geht zurück, weil er ein bisschen defensiv eingestellt. Mr. T holt sich jetzt gleich von Attack ein bisschen mal ab. Wird mindestens einmal resetten und ist aber instant tot, weil Internet Cops mit der MP da steht. Der Nate fliegt hin. Medic frisst ordentlich von der Nate. Na gut. Aber Medic hat diesen Nate noch rausgelegt, dass da unten der Punkt erstmal uns bleibt, beziehungsweise nicht rot wird. So. Wie wir gesehen haben, die ja diesen Team-Bonus. Ja, der lebt eindeutig wesentlich länger noch, ne? Nachdem er schon eigentlich runtergeschossen wird. Also da ist auf jeden Fall Faktor 2 drauf. Ich verstehe es nicht, Master, was das soll, aber okay, kannst es ja probieren. So, die gehen da drauf auf den Punkt. Wir konnten ihn zumindest entsetzen, sterben aber trotzdem weg. Thompson schmeißt noch eine Nate raus, das ist gut. Das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen live dort weggeschafft. Okay, Internet-Cops kann durchkommen. Chaos kommt um die Ecke und... Und er legt mir so eine Granate raus, aber... Oh, Insta-Kill, hätte ich gesagt, ne? Also das ging ja ratzfatz hier. Gut, der Party-Ben wartet da jetzt. Netforce wartet oben an dem Punkt. Thompson kommt um die Ecke und ist eigentlich schon tot. Also das ist echt ein Witz. So, Master. Also die scheinen mehr Reichweite zu haben. Die scheinen mehr... Die scheinen einfach in allen Sachen wesentlich besser zu sein als wir. Und wir haben da gar keine Chance, großartig drauf zu reagieren. Und das ist bitter. Ja, ja, Netforce liebt zwar noch ein bisschen, na gut, aber er ist erstmal weg. So, Internet Cops steht unten da schon wieder an dem Punkt. Und ACTA macht oben den Punkt klar. Schade, wie es ist. Wirklich schade, wie es ist. Aber wir kriegen es einfach nicht hin. Also wir werden hier in der Runde oder in der Liga jetzt wahrscheinlich häufig so auf den Sack kriegen. Demzufolge auch weniger Geld verdienen, keine Sponsorenverträge abschließen können, weil diese Sponsorenverträge scheiße immer noch totaler Quatsch ist. Was wirklich nicht funktioniert. Also, was willst du denn, wenn wir nach 6 Gefechten 4 Siege haben in der Liga, wo du gerade eigentlich aufgestiegen bist? Warum kann ich mir den Sponsor suchen, der einfach sagt, okay, ich sponsor dich für 20 Cent und nicht für 500 Dollar, aber ich sponsor dich wenigstens ein bisschen. Wir haben echt den von der Haustür gekriegt, ich halte es nicht aus, okay, wir haben 61 zu 100, immerhin besser als beim Sparring. Aber trotzdem noch ordentlich auf die Fresse gekriegt. So. Gut, jetzt rennen sie wieder alle so schnell. Das ist auch immer merkwürdig. Also da bitteschön. Also gut, das ist alles Early Access. Also was sollen wir uns großartig beschweren? Das ist Early Access. Die Jungs, die geben sich die beste Mühe wahrscheinlich. Und wollen auch, dass ein gutes Spiel am Ende bei rauskommt. Das hat nochmal ordentlich geholfen. Aber gut, bis dahin waren wir immer gut. Aber dann ging es los natürlich. Und wenn du halt eben einen Aiming-Bonus hast, der sich darauf ausruht, dass du halt 3 Punkte kontrollierst. Und wenn du dann 3 Punkte kontrollierst und du einfach mal mit einem MG genauso schnell und genau schießen kannst wie mit einem Scharfschützengewehr. So, jetzt kommt Master hier um eine Ecke und ja, ist eigentlich schon down, bevor er überhaupt gucken kann. Na gut, okay. Aber wir haben immerhin das geschafft. Wir gehen jetzt mal zu zweit auf die Mitte. Eine Nate fressen war gut, haben aber den Gegner auch totgelegt. Ah, die Nate liegt gar nicht mal schlecht. So, die stellt sich da erstmal rein. Thompson kommt um die Ecke, legt da nochmal eine Granate rein. Sehr gut. Man kann den Punkt da... Man kann, also den Punkten haben wir jetzt schon mal ganz gut hier immer beigeboxt. Jetzt, ach, Medic geht, ist, das ist es ja, der geht ja auch noch drauf, auch wenn der Gegner bloß mit 5% ankommt, ne? Also der Gegner hat 5% live und, ja, hier, wupp, wupp, zack, bumm, da ist, also wie schnell wir hier weggeschossen werden vom Gegner, das ist schon echt hart mit anzuschauen, das tut schon richtig weh. Na gut, es wird 59 zu 100, also im Schnitt haben wir 2x 60 zu 100 verloren, also wie im Sparring. War so zu erwarten, wir kriegen 200 Dollar, 100 EP und 30 Sternchen. Was uns immerhin schon mal fast an Level 6 ranbringt, aber... Mann, das war mal eine richtige Abreibung. Da war mal richtig schön, aber... Mitten ins Gesicht, würde ich sagen. So, dann wollen wir hier mal die Leute ein bisschen wieder dazu bringen, dass sie einmal alles gemacht haben, dass sie geschlafen haben, dass sie fit sind, dann machen wir mal ein Sparring gegen die... Shooter Guys. Wollen wir doch mal gucken in der Liga, wo stehen die Shooter Guys? Ach, das waren die Absteiger aus der letzten Runde. Na gut, haben aber auch nur eine Niederlage hingekriegt. Wir hatten bis jetzt 2 Siege. Roadship. Und die haben Sieg und Niederlage. Und gegen die haben wir ja gespielt.
Also da müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das ligaabhängig ist. Ob man ligaabhängig dann Punkte bekommt. Kann ja durchaus sein, ne? Dass man da ligaabhängig die Skills nochmal machen kann oder so, dass man da den Stern dran kriegt. Weil wir haben den ja halt nicht, ne? Das ist halt eben, den mit Sternen gibt es hier nicht. Oder muss man da vielleicht, ich weiß es ja nicht. So, was können wir hier machen? Nichts weiter, ne? Wir haben nichts gewonnen, wir können da nichts machen. Und bei den Sponsorenverträgen können wir nichts machen, weil wir ja keine Siege holen, ne? 0 von 6 Siege, 0 von 5 Siege. Wie soll ich denn jetzt schon 5 Siege haben und warum kriege ich dafür bloß 114 Dollar? So ein Quark. Also so ein scheiß Vertrag, den kannst du dir mal in die Haare schmieren, aber ganz gepflegt. Der letzte Husten, so, das brauche ich nicht. Wenn ich mich verarschen will, dann mache ich das schon selber. Oh, ein Müll. So, lass uns hier mal dann alle schön in Ruhe nochmal abrasten. Ja, gut. Dann haben wir mal 600 Dollar. Die können wir jetzt aber auch nirgendwo großartig gewinnbringend investieren. 15 Punkte, um Level 6 zu erreichen. Da könnten wir doch noch was investieren. Aber wir haben bloß 100 Sterne. Mit 100 Sternen kriegen wir auch nicht allzu viel. Bei Level 6 unbesiegbaren. Ja gut, die 40 Punkte, dass wir den dritten Teamskill wenigstens haben. Was könnte ich denn da für 15 Punkte kaufen? Wie wär's im Schlafzimmer? Das große Schlafzimmer haben wir noch nicht. Kleines Schlafzimmer, gibt es da noch irgendwas Schönes? Hm, auch nichts wirklich Schönes. Bei den Sponsoren gibt es einen Teppich, einen Stuhl. Hier, einen Stuhl für 150 bringt ihn auf 15 Punkte. Zack, stellen wir nochmal einen Stuhl rein. Vielleicht hilft das ja, vielleicht kriegen wir ja dann mehr Sponsorenverträge angeboten. Und der ist relativ kostengünstig. Und dann sind wir bei Level 6 und dann können wir hier bei den Teamskills. Halten wir auf jeden Fall den erstmal frei. Upgrade. Jetzt weiß ich, wie ich den Stern daran kriege. Upgrade 5 Sterne. Ab Level 6. Ah. Ist ja genial. Ja, den Master. Ab dafür, ne? Kriegst du erstmal das als Upgrade? Welchen habe ich denn dir gegeben? Du bist Meister des Gewehres. Das kriegst du auch als Upgrade auf jeden Fall. So, dann du. Das als Upgrade. Und Thompson ist auch Meister des Gewehres mittlerweile. So, Chaos. Der hat eigentlich ein MG immer dabei. Du hast auch ein Gewehr dabei. Und Mr. T. Oder nee, Medic hat eigentlich ein MG dabei, ne? Ah, jetzt fehlt mir einen Stern hier bei Thompson und beim Master. Naja, gut, egal. Gut, ich muss sie jetzt aber trotzdem nochmal überall durch. Ah, ja, okay. Gut. Gut, dass ich das gesehen habe und gut, dass ich das jetzt weiß. Dann hat sich ja die Frage, wo man den Stern unten dran kriegt, ja schon geklärt, ne? Gut. Ist das denn dabei, dass man das irgendwann upgraden kann? Upgrade. Ah, ja, doch. 50, okay, Upgrade. 50, Level 6, Level 10. Ah, ja, steht dabei. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann müssen wir natürlich dann schnellstmöglich die Upgrades alle hin. Ah ja. Das ist sehr gut zu wissen. Jetzt geht ihr beide schlafen. Du gehst essen und ihr beide geht ein bisschen in die Fitte und trainiert noch ein bisschen. Ja, so kann man also auch hier Punkte bekommen noch. Jetzt haben wir ja schon 169 Pokale. Gut, das sind noch nicht so viel wie die anderen hatten, aber. Das ist besser als ein Stein am Schädel, ne? Hätte ich gesagt. So, dann lege ich mich mal mit Thompson schön ins Bettchen und schlafe eine Runde. Die beiden gehen nochmal essen und du gehst in die Fitter. So. Interessant, interessant. Gut, also Upgrades sind möglich ab Level 6. Wir haben jetzt einmal ordentlich auf die Fresse gekriegt und werden morgen in der Liga, wir werden morgen einen Sparring machen und einen Liga-Fight und dann mal gucken, was wir dann an Punkten kriegen, weil momentan können wir unsere verdienten Punkte sogar noch verwenden. Weil wir können einmal einen Teamskill upgraden und wir können natürlich auch den, obwohl den Teamskill, den wir upgraden können, der ist gar nicht so wichtig. Aber wir können unsere Leute noch upgraden an den Waffen. Und das ist natürlich sehr viel wert, weil wenn sie die Punkte dann alle haben fürs Upgrade, das ist schon, ich glaube, das ist schon ganz gut. Alles klar, wir sehen uns übermorgen wieder, wenn es die nächste Folge eSports Manager gibt.
Nicht wundern, wenn das jetzt so immer mal ein bisschen wandert, wann dieses Let's Play kommt. Es kann sein, durch meinen Urlaub, den ich jetzt antreten werde demnächst, dass ich nicht ausreichend Videos für die ganze Zeit vorweisen kann und deswegen ein paar Sachen verschiebe, beziehungsweise ich will nach oder im nächsten Wochenende ab da an werden nur noch 4 Slots bedient und nicht mehr 6. Das ist einfach zu viel. Ich schaffe es nicht mehr. Ich will es jetzt nochmal versuchen. Aber ich denke mal, ich werde das vorproduzieren nicht schaffen über diese Zeit. Und ja, ich möchte das ein bisschen anders staffeln und dass dann bloß noch 4 Videos am Tag kommen und eventuell den ein oder andere Livestream mehr. Das wäre so meine Idee daran. Aber gut, wir werden sehen, wie es dann am Ende kommt. Das habe ich schon mal versucht. Das hat schon mal nicht geklappt, dass ich Videos reduziert habe, aber probieren wir es. Bis denn. Tschüss.